So, jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel. Das ist jetzt ein kürzeres Kapitel. Was sich dadurch unterscheidet, wichtig, typische Frage immer bei der Prüfung, jetzt haben wir bewegte Ladung. Ja, Elektrostatik haben wir immer, sind wir immer davon ausgegangen, die Ladungen, die freien Ladungen können sich nicht bewegen. Jetzt haben wir aber freie Ladungen, die können sich bewegen. Was spannend ist, ist, auf denen wirkt ja auch die coulombsche Kraft in einem elektrischen Feld, also müssten die ja eine Beschleunigung erfahren. Wie kann da ein konstanter Strom entstehen? Das werden wir jetzt dann in Kürze kennen. Also, wir beschäftigen uns damit jetzt mit dem stationären elektrischen Strömungsfeld, wie es bezeichnet wird, also mit Ladungen, die sich bewegen, die zu einem Strom führen. Und der Strom ist aber zeitlich konstant. Das heißt, auch unsere Feldgrößen, wie das elektrische Feld, was wir dort haben werden. Und wir wissen, der Strom ist ja Netzwerkgröße. Die entsprechende Feldgröße ist die Stromdichte. Das werden die zwei wesentlichen Feldgrößen sein, Stromdichte und elektrisches Feld E. Und die werden unser stationäres Strömungsfeld beschreiben. Wir werden sehen, wenn wir die entsprechend miteinander verheiratet, kommen wir zur sogenannten beschreibenden partiellen Differentialgleichung, was die Poisson- bzw. Laplace-Gleichung sein wird. Und wir werden dann uns auch, wie wir es ja auch bei den anderen, also beim elektrostatischen Feld machen, auch Grenzflächenbedingungen uns anschauen und typische Anwendung jetzt in der Praxis vom elektrischen Strömungsfeld ist eben die Auslegung von Erdern. Deswegen haben wir da dann hier noch zwei Beispiele, die wir uns anschauen werden in Richtung Kugel- und Staborder und gehen dann sogar noch einen kleinen Schritt weiter, wo wir dann berücksichtigen, dass das Medium möglicherweise nicht nur elektrisch leitfähig ist, sondern auch eine Permittivität, also das Epsilon-R, hier nicht 1 ist, sondern ruhig größer als 1 ist. Aber im stationären Fall uns das anschauen. Okay. Ja, das einfache Experiment, was wir natürlich haben, wir haben eine Batterie, klemmen dort eine Glühlampe an, die Glühlampe leuchtet. Und was wir natürlich wissen, wenn wir Ampermeter reingeben, da fließt ein Strom und wir werden auch sehen, der Strom, der da fließt, ist ein Gleichstrom, der nimmt in der Amplitude natürlich etwas ab, weil die Batterie nicht ideal ist. Aber gehen wir jetzt davon aus, es ist keine Batterie, sondern wir haben hier entsprechend eine Quelle, wo wir die anregende Spannung, die wir hier haben, auf unser System, sprich Glühlampe, konstant halten können. Dann werden wir auch sehen, dass hier sozusagen ein Gleichstrom fließt. Was hier sicher spannend ist, ist, wenn man noch ein bisschen weiß von der Materialwissenschaft, dass die Elektronen sich mit der Driftgeschwindigkeit bewegen. Ja, also wir haben hier eine Driftgeschwindigkeit, die im Bereich von 0,1 Millimeter pro Sekunde ist. Also nicht sehr schnell. Und es ist dann schon überraschend, warum leuchtet die Lampe eigentlich sofort, nachdem man die Lampe anstieg. Können wir ruhiger ein längeres Kabel verwenden, wird kaum einen Unterschied machen. Also was ist hier eigentlich vorhanden? Also wie gesagt, wir haben jetzt bewegte Ladungen. Das ist das ganz Wichtige. Und das unterscheidet uns vom elektrostatischen Feld. Deswegen müssen wir einen neuen Feldbegriff einführen, den wir eben das elektrische Strömungsfeld bezeichnen. Alles ist irgendwo eine Submenge unserer allgemeinen elektromagnetischen Beschreibung, beschrieben durch die Maxwell. So, jetzt gehen wir mal davon an, dass wir so etwas haben, wie hier dargestellt ist, dass sich Ladungen irgendwo ansammeln können. Ja? So, dann habe ich natürlich hier bei diesem Strom, der da hereingeht, ja, eine Gegenwirkung aufgrund dieses elektrischen Feldes
Und in diese Richtung, wo der Strom hier ausfließt, wir nehmen hier so ein kleines Leiterstück her, geht es in diese Richtung. Und wir wissen, wenn wir Ladungen haben in einem elektrischen Feld, und das haben wir ja, wenn wir Ladungsansammlung haben, haben wir ein elektrisches Feld, haben wir dann diese Kraftwirkung. Und trotzdem zum Schluss wissen wir, dass hier Gleichstrom fließt, was nicht ganz eigentlich hier sein kann. Was passiert eigentlich? Also, wir können hier nochmal festhalten, das elektrische Feld behindert den einfließenden Strom, wie wir ja gesehen haben, weil der Strom besteht ja nichts anderes als Ladungen, freien Ladungen, die sich jetzt bewegen können. Und der ausfließende, beim ausfließenden Strom haben wir eine entsprechende Unterstützung. Jetzt können wir eigentlich zwei Kräfte unterscheiden. Eine Quellkraft bezogen auf die Ladungseinheit. Wir wissen ja eigentlich, ist das das elektrische Feld. So haben wir ja das elektrische Feld auch bezeichnet. Die Kraft bezogen auf die Ladung. Das ist von der Batterie her. Auf der anderen Seite haben wir die elektrostatischen Kräfte auf Ladungseinheit, wenn da sich wirklich irgendwo Ladungen ansammeln und dort verweilen würden. Das heißt, diese Kräfte pro Ladungseinheit ist einfach die Superposition, was wir haben aufgrund in der Quelle, in unserer Batterie und aufgrund eines elektrischen Feldes, was irgendwo entlang des Leiters ist, der die Quelle unserer Batterie verbindet mit der Glühlampe. So, das heißt, wir können hier dann Folgendes machen. Wir können hier geschlossenes Linienintegral von diesem F-Tilde hernehmen, deswegen F-Tilde, weil es ja eigentlich ein elektrisches Feld ist. Es ist also ja die Ladung, die Kraft bezogen auf die Ladung. Und wir nennen jetzt das die elektromotorische Kraft, ist also dieses Ringintegral von diesem F-Tilde. Wir wissen aber, das Ringintegral von E, ja, also dieser Term ist genau unser E, dass der natürlich 0 ist, weil die Rotation von E ist 0, also muss ein geschlossenes Wegintegral 0 sein. Das heißt, wir können das ruhig erweitern auf dieses geschlossene Wegintegral, um diese elektromotorische Kraft zu bekommen. Und das Einzige sozusagen, was übrig bleibt, ist genau das elektrische Feld oder diese Kraft pro Ladung, die wir in dieser Batterie haben. Und die ist ja beschränkt auf die Batterie. Und natürlich, warum wir keine Ladungsansammlung haben, ist klar, weil sonst hätten wir ein elektrisches Feld. Elektrisches Feld führt zu einer Kraftwirkung und die Ladungen würden entsprechend dem Newtonschen Gesetz beschleunigt werden. Warum die dann trotzdem eine konstante Geschwindigkeit haben, werden wir dann sehen, ist aufgrund der Zusammenstöße, die da stattfinden. So, das heißt, wir können hier schon einmal das allgemeine Ohmsche Gesetz definieren. Wie gesagt, wir haben hier den Zusammenhang. Diese elektromotorische Kraft ist ja nichts anderes als unser Spannungsabfall zwischen A und B. Wir wissen, den Spannungsabfall berechnen wir gleich wie in der Elektrostatik, wenn wir ein elektrisches Feld haben über das Wegintegral. Und das können wir aber auch über das Ringintegral von diesem Fs für S für Source, wenn wir ja nur diese Kraft auf die Ladung, also das elektrische Feld bezogen auf die Batterie ist. So, und der Zusammenhang dann zwischen dem Strom, ja, der dadurch entsteht, dass hier diese Ladungen fließen, und der Spannung wissen wir, ist natürlich einfach, ist unser Ohmsches Gesetz. Wenn wir aber auf die Feldgrößen gehen, dann haben wir statt dem Strom die Stromdichte, dieser Vektor, und statt der Spannung die entsprechende elektrische Feldstärke. Und wir können hier das allgemeine Ohmsche Gesetz anschreiben und sehen schon, in diesem elektrischen Strömungsfeld ist das hier unser Konstitutivgesetz. Zwischen elektrischem Feld E
und Stromdichte J über die elektrische Leitfähigkeit Gamma. Ja, und wir befinden uns ja in einem Leiter, dort ist die elektrische Leitfähigkeit ziemlich hoch. Beispielsweise in Kupfer, Größenordnung 5,8 mal 10 hoch 7 Siemens pro Meter. Da haben wir andere Werte noch zusammengefasst, das war jetzt gerade das Kupfer. Ja, und dann kommen wir irgendwann einmal in Richtung Halbleiter wie Silizium, beziehungsweise was wir heute schon einmal ganz kurz erwähnt haben, eins durch diese spezifische Leitfähigkeit ist der spezifische Widerstand. Ja, da sind wir dann im Bereich von 10 hoch minus 13 bis 10 hoch minus 15 bei Gummi, was ja Isolator ist. Ja, das wäre eben dann eben dieser spezifische Widerstand von 10 hoch 13 bis 10 hoch 15, beziehungsweise wenn man das als elektrische Leitfähigkeit Gamma bezeichnen, 10 hoch minus 13 bis 10 hoch minus 15. Ja, und wenn wir jetzt also einen zylinderförmigen Leiter hernehmen mit Querschnitt A und Länge L und wir legen da eine Spannung an, also eine Potentialdifferenz, ja, dann können wir sehr einfach ausrechnen natürlich den Strom, indem wir einfach über den Querschnitt die Stromdichte integrieren. Ja, da noch einmal wichtig, wenn man das ganz genau nimmt, das wäre Normalvektor d Gamma Strich. Wir gehen davon aus, dass der Normalvektor hier genau in dieselbe Richtung zeigt wie die Stromdichte, deswegen und die Stromdichte konstant über den Querschnitt ist. Ist es beim Gleichstrom konstant über den Querschnitt? Dürfen wir das annehmen? Ja, gibt es nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein? Ja, genau. Wir kommen dann noch zu den netten Effekten, wenn wir auch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld haben, wo dann auch entsprechende Wirbelströme induziert werden im Leiter aufgrund des Ursprungsstroms, der das Magnetfeld erzeugt. Ja, jetzt können wir dann unser Konstitutivgesetz anwenden, also das war jetzt, dass wir dieselbe Richtung sind. J ist ja konstant, damit ist die Integration einfach die Skalierung mit der Fläche. Konstitutivgesetz anwenden. Dann noch der einfache Zusammenhang, dass natürlich U durch die Länge mein elektrisches Feld ist. Ja, und damit kommen wir eben auf unser ganz einfache Zusammenhang, den wir natürlich wissen in dieser Form. Das einzige, ja. Wo? Ah, gut, das hat noch keiner gefunden. Vollkommen richtig. Also, das ist natürlich Länge durch Gamma mal A. Ich mache da noch einen Blitz dazu. Danke. Okay. Ja, passieren immer wieder Kopierfehler. Ist natürlich klar, je länger der Leiter, desto größer der Umschwungwiderstand, je größer die Leitfähigkeit, desto kleiner, und je größer der Querschnitt auch, desto kleiner der Umschwungwiderstand. Wir haben allerdings hier angenommen, das ist jetzt hier noch einmal eine Sache, dass das E konstant ist, entlang des zylindrischen Leiters. Ja, also wenn wir hier von der Fläche zu der Fläche gehen, haben wir hier dieses E, was hier da auch dargestellt ist, angenommen, dass es konstant ist. Das ist noch nicht ganz so klar, ob das wirklich konstant ist. Das werden wir dann noch beweisen, was jetzt ein großer Act ist. Aber Annahmen sollten auch zeigen, dass die wirklich erfüllt sind. Okay. Kommen wir noch zu diesem Bereich, aber ich würde sagen, es ist fortgeschritten. Das machen wir das nächste Mal, weil das sind wir schon lang genug zusammen gewesen. Das nächste Mal wollen wir uns noch einmal ein einfaches Modell herleiten. Wir würden die Quantenphysik brauchen, um wirklich dann zeigen zu können, dass wir hier einen konstanten Strom haben. Aber es gibt eine ganz nette, einfache Ingenieursherleitung, die wir das nächste Mal beschreiben, weil ja folgendes ist, wenn ich eine Ladung habe, ja, in einem elektrischen Feld, dann wirkt die Kraft F ist gleich Q mal E. Und wir kennen Newton und Newton sagt uns, M mal A ist gleich F. Ja, und das heißt, d
die müssten ja beschleunigt sein. Aber wenn ich beschleunigte Ladungen habe, kann ich keinen konstanten Strom. Das werden wir uns anschauen mit einem einfachen Ingenieursmodell, was aber physikalisch dann ganz gute Aussagen gibt, warum sozusagen die elektrische Leitfähigkeit steigt, wenn ich mehr Ladungsträger habe, sprich also ein besser leitfähiges Material habe und dass die Leitfähigkeit bzw. der ohmsche Widerstand sinkt, wenn die Temperatur erhöht wird. Gut. Gibt es noch Fragen?